Spätsommer in Banhard. Eine historische Landschaft in Mitteleuropa mit vielen Gesichtern. In ihrer wechselvollen Geschichte haben auch Menschen aus Deutschland einige Kapitel geschrieben. Wir sind im rumänischen Teil des Banats. Die Eisenbahn hat hier keinen leichten Stand, aber noch ist sie da. Überraschend gut ausgebaut ist das meterspurige Straßenbahnnetz in der großen Kreisstadt Arad im Norden der Region. Das Banat liegt im Westen Rumäniens, grenzt an Ungarn und Serbien. Die Reise führt uns auf die Überlandstraßenbahn von Arad nach Gyrok, in den Wallfahrtsort Maria Radna und auf die Zugstrecke von Arad in Richtung Kyseneokrys. Auf den Spuren der Banatschwaben geht es weiter nach Sabrani, Guttenbrunn und mit der Regionalbahn von Temeschwar in den Grenzort Schimbolja, zu Deutsch Hatzfeld. Auf der Banater Semmeringbahn endet unser Schienenabenteuer in Südosteuropa. Geschmückt mit einem 54 Meter hohen Uhrturm, das repräsentative Rathaus von Arad. Seine Ausstattung deutet darauf hin, dass es der Stadt im Laufe der Geschichte so schlecht nicht gegangen sein kann. Jedenfalls ist sie heute ein wichtiges Industrie- und Verkehrszentrum im Westen des Landes. Und sie besitzt eine Besonderheit. Was den Schienenverkehr anbelangt, ist Arad ein richtiger Knotenpunkt, vor allem für die vielen Güterzüge in unserer Region. Außerdem haben wir hier nach Bukarest die meisten Straßenbahnen. Das Netz ist gut ausgebaut und deckt den Nahverkehrsbedarf in der ganzen Stadt. In Arad wurde schon immer auf Schmalspur gefahren. Und das ermöglicht uns den Einsatz von deutschen Straßenbahnen, die ja ein ähnliches Transportsystem haben. Kilometer lang ist das meterspurige Netz der Straßenbahn Arad. Sie bedient 16 Linien. Für deutsche Trambahn-Nostalgiker ein Traum, denn es wimmelt nur so von Fahrzeugen aus Essen, Halle, Ulm, Stuttgart, Würzburg oder Ludwigshafen. Zu Hause haben sie längst ausgedient. In Rumänien erleben sie ihren zweiten Frühling als vollwertige Teilnehmer im ÖPNV. Das Depot im Vorort Mikalaka gibt es schon seit 1920. Hier werden die Triebwagen der Bauarten Tatra und Düwak gewartet. Ihre deutsche Vergangenheit können sie nicht leugnen. Wir setzen sie alle im Stadtverkehr ein. Mängel gibt es eigentlich keine. Vielleicht im Winter, wenn die Temperaturen so richtig runtergehen. Ansonsten sind sie prima in Schuss, ohne Wehwehchen, wenn man ihr Alter bedenkt. Und dazu sind sie auch noch bequem ausgestattet und geräumig. Das Personal arbeitet sehr gern mit den Straßenbahnen aus Deutschland. Sie lassen sich gut fahren, machen keine großen Probleme, sind, wie gesagt, sehr komfortabel. Wie man so hört, bekommen wir demnächst mal wieder eine neue Lieferung. Perspektive, după cum se aude, vrem să ducem ceva tramvaie noi.
Der gelbe Stadtbahnwagen M8S aus Essen, der modernste im Bunde. Bunt wie ein Hippie, ein Dybak GT6 aus den 1960er Jahren aus der Kurpfalz. Wir haben einen kleinen Ausflug vor. Und zwar mit diesem Straßenbahnfahrer. Wie jeden Vormittag meldet er sich zum Dienst und holt sich seinen Fahrzeugschlüssel. Probleme? Nur Probleme. Ein bisschen Bürokratie gehört wohl auch dazu. Und zum Esk. Drumbo. Und zum Esk. Gute Fahrt. Vor gut 300 Jahren begann die Auswanderungswelle von Süd- und Südwesteuropäern in die Ländereien der Habsburg-Monarchie im Osten. In sogenannten Ulmer Schachteln schipperten sie die Donau hinab. Viele der Auswanderer sind längst in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Aber Ulmer Schachteln gibt es immer noch. Sie sind elektrifiziert, fahren auf Schienen und erinnern mit Zielroller und Aufschriften noch sehr an ihren Herkunftsort. Die GT4 von der Straßenbahn Ulm bringt uns auf einer der letzten Überlandstraßenbahnlinien Rumäniens aus der Stadt hinaus. Im Industriegebiet von Arad haben sich viele deutsche Unternehmen niedergelassen. Unter anderem auch der Modellbahnhersteller Nummer 2 in Deutschland, die Firma Rocco Fleischmann. Hier werden einige Komponenten des Wagenprogramms und ein Großteil der H0-Schienen hergestellt. Die Gründe für den Standort Rumänien sind bekannt. Motiviertes Personal mit hohem Ausbildungsstand, eine gute Infrastruktur und nicht zu vergessen, das bescheidene Lohnniveau. Seit 2008 gehören der Salzburger und der Nürnberger Hersteller zusammen, wobei die Modelle nach wie vor ihre eigene Handschrift haben. Wir haben die beiden Marken hallenmäßig auch ordentlich getrennt. Hier wird nichts vermischt, ja. Und wir haben eigene Loklinien, eigene Waggonlinien. Und dann, wenn wir ein Set packen, dann kommen diese Loks in ein Set. Aber nicht bevor jeder Wagen, jede Lok geprüft ist. Die genaue Kontrolle bei der im Ausland hergestellten Ware entspricht dem hohen Qualitätsanspruch des deutschen und internationalen Marktes. Auch der Modellbeschriftung gilt größtes Augenmerk. Es ist sehr wichtig, dass wir genau das lesen können, was wir dort bedrucken. Darum werden die Filme streng geprüft. Wir schauen auch, wenn wir einstellen mit der Lupe, dass wir das lesen können, was dort draufsteht. Und natürlich haben wir auch die Qualität, die drauf schaut und uns jede Komponente freigibt. In Arad steht momentan das jüngste Werk der österreichisch-deutschen Modellbahnschmiede. Weiter geht die Fahrt auf der Trasse einer 1-3-streckigen Lokalbahn ins Weinbaugebiet Podgoria. Ab 1911 fuhr hier die erste elektrisch betriebene Eisenbahn Südosteuropas, bis 1965 die einzige elektrische Schmalspurbahn Rumäniens. Heute ist noch das Teilstück Arad-Gyrok befahrbar, als letzte Überlandstraßenbahn des Landes. Unterwegs in Sambatini, ein Kreuzungshalt auf der einspurigen Strecke. Ein wenig bleibt Zeit für die umliegende Idylle. Viele Dörfer der Region wurden einst von den sogenannten Banater Schwaben gegründet.
Bei der Fahrkartenverkäuferin geht es für wenige Minuten rund. Zwei Passagiere wollen Tickets für die Gegenbahn. Die lässt noch ein Weilchen auf sich warten. Das Tagewerk ist nun vollbracht. Der Schalter wird jetzt zugemacht. Und da kommt sie auch schon, eine GT6 von Tyvak. Ein Klassiker der Düsseldorfer Waggonfabrik. Über das Schwabenalter sind die Fahrzeuge weit hinaus. Ganz regulär fährt die eine Richtung Arad ab. Und wie es bei Kreuzungen in Sambate nie so üblich ist, setzt sich die andere in Richtung Gyrok in Bewegung. Ein weiterer Zwischenhalt ist nicht mehr eingeplant. Gibt es in Gyrok ein Straßenbahnmuseum. Hier war einst der Betriebsmittelpunkt der Lokalbahn Arad Podgorja. Wir sind hier im Depot Gyrok. Es wurde im Jahr 1906 gebaut, als Betriebswerk für die erste elektrifizierte Eisenbahn in Südosteuropa. Weltweit war sie damals übrigens die achte. Bis 1991 wurde hier gearbeitet. Jetzt sind wir dabei, hier ein Museum für elektrische Straßenbahnen einzurichten. Die ersten Schritte sind schon gemacht. Wir haben Straßenbahnen aus der Arada-Flotte hierher gebracht, die ausgedient haben. Star des Museums ist ein Triebwagen aus dem Jahr 1905. Er verkörpert die Straßenbahngeschichte von Arad. Viele Jahrzehnte tat er dort Dienst. Mit finanzieller Hilfe der Stadt konnte er bei der Arader Waggonfabrik Astra restauriert werden. Ab und zu dreht er jetzt mit den Museumsbesuchern kleine Runden auf dem Gelände. Dieser Wagen wurde in Ungarn gebaut von Ganz und fuhr bei uns bis ungefähr 1991. Wir haben in Zusammenarbeit mit der Astra 96 rekonditioniert. Wir machen Ausflüge mit den Sonderfahrten. Auf Anfrage können wir das organisieren. Unser Depot Gyrok haben wir ein kleines Museum mit Fotos von der ganzen Zeit, von den nach 1900 bis zu heutigen Tage. Unser Museum kann man auch auf Anfrage besichtigen. Sogar die Anlage des Schweizer Elektrotechnikunternehmens Brown, Poveri und Company ist noch vorhanden. Sie setzte seinerzeit die erste Oberleitung in Rumänien unter Strom. Früher fuhren die Pilger per Bahn nach Maria Radna, Rumäniens bekanntestem Wallfahrtsort. Die Gläubigen kommen in Strömen zu der barocken, vom Papst geweihten Basilika. Das Kloster war bis 2003 von Mönchen des Franziskanerordens bewohnt. Da fehlt jetzt der Nachwuchs. Die spirituelle Stippvisite findet ein jähes Ende an den Buden der Devotionalienverkäufer. Das Irdische hat uns wieder. Wir sind zurück in Arad, am Hauptbahnhof, gebaut 1898. Damals das größte Backsteingebäude Europas. Über ihn liefen zu Glanzzeiten die Nord-Süd-Verbindung von Budapest nach Belgrad und die West-Ost-Magistrale von Budapest nach Bukarest.
Eigentlich stehen wir auf historischem Boden, weil der legendäre Orient Express sein Tor quasi in Rumänien, in Arad, eben hatte. Und der dann weiterfuhr über Hermannstadt, Bukarest bis Varna und dort dann verschifft wurde Richtung Istanbul. Es gab aber nicht nur den legendären Orient Express, der hier Halt machte, der Wiener Walzer, der die Direktverbindung nach Wien herstellte und quasi dann weiter nach Deutschland bis Stuttgart fuhr. Und es gab den BALT Orient Express zwischen Orient und Ostsee. Heute sind die Verbindungen eher regional, das Zugaufkommen bescheiden. Die Privatbahn Regiotrans bedient hier den Nahverkehr. Im Lokdepot von Arad wird rangiert. Es geht beschaulich zu. Unter den Fahrzeugen der rumänischen Staatsbahn sind einige Raritäten zu entdecken, wie beispielsweise den betagten, aber immer noch elegant aussehenden Schnelltriebwagen der Bauart Malaxa. Die Malaxa-Werke in Bukarest produzierten Loks, Triebwagen und Waggons im großen Stil. Gegründet hat sie 1919 der Ingenieur Nicolae Malaxa. Das Unternehmen firmiert heute noch unter dem Namen Fauer. Der sogenannte große Malaxa-Vorkriegstriebwagen gehört zu den herausragenden Produkten einer vergangenen Ära. Im Jahr 1935, als die Getriebetechnik weiter fortgeschritten war, hat man neben dem aufwendigen dieselelektrischen Antrieb auch kleinere mechanische Getriebe entwickelt. Und man hat bei Malaxa solche Triebwagen gebaut, ganz nach dem Vorbild der deutschen Schnelltriebwagen. Sie wurden anfangs vor allem im Schnellverkehr auf der Hauptlinie Bukarest-Constanța eingesetzt. Damals waren sie rot-weiß lackiert und man nannte sie Roter Pfeil. Die Triebwagen waren mit Ganzmotoren ausgestattet, hatten 120 PS und ein Getriebe mit 5 Gängen. Wir haben Glück und können mit dem großen Malaxa ein Stück mitfahren. Er hat Dienst auf der Hauptbahn von Arad nach Oradea über Santana, Nadap und Cusineo Cruz. Unterwegs ist Rumäniens Eisenbahn auf Normalspurgleisen. Als käme der fliegende Hamburger aus den 30er Jahren angeflogen. Nicolae Malaxa hatte in Karlsruhe studiert und war begeistert von deutscher Eisenbahntechnologie. Eine stillgelegte Ziegelfabrik dient als Kulisse für den zweiteiligen Schnelltriebwagen. Ein erster Halt in Santana oder St. Anna, wie die deutschen Aussiedler das Dorf getauft haben. Der Aufenthalt reicht gerade mal zum Ein- oder Aussteigen. Zugestiegen sind nicht viele. Seit über 75 Jahren ist der Triebwagen im Einsatz. Lediglich seine Farbe wurde verändert und er hat einen neuen Motor bekommen. Von Volvo mit 220 PS. Zwischenstopp in Nadap, einer winzigen Abzweigstation mit minimalem Personalaufwand. Und so geht die Reise weiter auf einer Bahn, die diese Region braucht. Sie verbindet die abgelegenen Dörfchen mit der Stadt und damit mit der Welt.
das fruchtbare Land urbar zu machen und eine neue Heimat zu finden. Deshalb sind die Donauschwaben damals gekommen. Einem, der sich mit der Geschichte dieser Minderheiten intensiv beschäftigte, hat man in dem Ort Sabrany oder auf Deutsch auch Guttenbrunn ein Museum eingerichtet. Der Schriftsteller und Journalist Adam Müller-Guttenbrunn stammt aus dem Kreis der Banater Schwaben und hat sich nach seinem Geburtsort genannt. Seine Werke gelten als umstritten. Sie sind im antisemitisch-deutschnationalen Umfeld anzusiedeln. Gleichwohl gilt er als Hauptvertreter der Literatur dieser kulturellen und sprachlichen Enklave. Die Banater Schwaben sind im 17. Jahrhundert nach Rumänien gekommen, sind von Ulm aus mit den berühmten Ulmer Schachteln die Donau runtergefahren, haben sich nach und nach angesiedelt und das Land urbar gemacht und in der Regel Landwirtschaft betrieben. Die Ersten fanden den Tod, die Zweiten die Not, die Dritten das Brot. Also erst die dritte Generation hat es geschafft, das Land so urbar zu bekommen, um Ernten einzufahren und dann hier wohnen und leben zu können. Guttenbrunn war vor vielen Jahren eine rein deutsche Gemeinde. Der Exodus der Banater Schwaben hat, wie auch bei den Siebenbürger Sachsen, etwa Anfang der 60er Jahre begonnen, wurde dann massiv weitergeführt bis zur Revolution. Nachher war dann Reisefreiheit. Sehr wenige Deutsche sind hier noch im Ort. Veteranen mit deutschem Stammbaum finden wir auch knapp 50 Kilometer weiter westlich. Es sind Schienenbusse aus der ehemaligen DDR, stationiert im Bahnbetriebswerk von Temeswar. Außerdem gibt es hier eine Reihe kleiner Malaxa-Triebwagen der Baureihe 900. Von den Triebwagen der Serie 900 sind noch 16 Exemplare im Einsatz. Sie bedienen die Strecken von Temeswar nach Zsimbolja, Stamura und Lugos. Von den blauen Triebwagen des Typs LVT, den Schienenbussen aus der ehemaligen DDR, haben wir 14 Stück in Betrieb. Die Triebwagen Baureihe 900 sind die zuverlässigeren. Sie wurden 1935 in Rumänien gebaut und nach modernisiert. Die blauen, wie wir sie nennen, sind viel weniger robust. Die kamen 1986 aus Deutschland, secondhand. In der DDR nannte man die blauen spöttisch Ferkeltaxen, weil sie hauptsächlich im ländlichen Raum eingesetzt waren. Auch Blutblase war so ein Spitzname, wegen ihres roten Anstrichs bei der Reichsbahn. Vom grün-gelben kleinen Malaxa ist kein Scherzname bekannt. Jedenfalls ist er ein Liebling aller westlichen Triebwagenfans. Er macht sich bereit für die Fahrt nach Zsimbolja, auf Deutsch Hatzfeld, einem ehemaligen Zentrum der Banater Siedler aus dem süddeutschen Raum. Davor aber haben wir noch einen Besuch geplant bei Radio Romania Timișoara. Eine Stunde am Tag wird hier in Deutsch gesendet. Es ist 13 Uhr. Hier Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Freitag, den 19. Juli, begrüßt Sie am Mikrofon Adi Ardelean. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Das ist so eine Art Radio im Mini-Format. Wir versuchen in diesen 60 Minuten alles zu decken, was zu decken sein kann. Wir haben am Anfang der Sendung immer die Nachrichten und dann an den verschiedenen Wochentagen haben wir Schwerpunkte gelegt. Wie zum Beispiel am Montag haben wir dann aktuelle Beiträge über verschiedene Volksfeste und alles, was am Wochenende stattgefunden hat. Also unsere Programme können auch übers Internet verfolgt werden. Und wir haben dann auch eine ziemlich große Hörerschaft in Deutschland. Das sind die ausgewanderten Banater Schwaben. Zsimbolja, Grenzbahnhof zu Serbien, wie die Bahnhöfe von Zagreb und Rijeka, gebaut von dem Ungarn Ferenc Pfaff. Vorbei an der Denkmallok, einer ehemaligen Kriegslok Baureihe 52 der Deutschen Reichsbahn,
schiebt sich ein Schienenbus aus Serbien an den Bahnsteig. Auch seine Herkunft ist deutsch. Er stammt aus der Waggonfabrik Uerdingen. Aus östlicher Richtung, aus Temeswar, fährt der kleine rumänische Malaxa ein. Die meisten Reisenden sind heute Besucher der sogenannten Harzfelder Tage, ein jährlich stattfindendes Stadtfest mit Tradition. Vor 250 Jahren haben Banatschwaben Harzfeld gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg und nach der rumänischen Revolution 1989 haben viele ihre Heimat verlassen oder verlassen müssen. Hier trifft man sich wieder. Sehr viele unserer Landsleute kommen besonders in Sommermonaten zu den Harzfelder Tagen in die alte Heimat nach Harzfeld. Denn es kommt oftmals vor, dass man sich hier wieder sieht und in Deutschland selten wieder sieht, weil die Harzfelder sind so verstreut auf der ganzen Welt. Josef Koch hat in Harzfeld als Lehrer gearbeitet. Viele meiner ehemaligen rumänischen Schüler, Schülerinnen und ungarischen Schülerinnen kommen immer wieder auf mich zu und da gibt es immer wieder was zu erzählen aus früheren, längst vergangener Zeit. Die Harzfelder, die Einheimischen, die haben es irgendwie schwerer, ja? Weil das sind zumeist ältere Leute und die müssen mit ihren ja, nicht sehr üppigen Rente auskommen. Aber während dieser Harzfelder Tage fühlen sie sich wohl, da geht ihnen das Herz auf und sie sind ein neues Lebensgefühl. Trotz der Feststimmung müssen wir aufbrechen. Diese Aufnahmen sind ein Glücksfall, denn der Grenzverkehr zwischen Serbien und Rumänien ist momentan eingestellt. Man ist sich uneins wegen der Kosten. Die Malaxas hingegen verkehren weiterhin zwischen Schimbolja und Temeswar. Eine unverwüstliche Generation von mittlerweile lauter über 80-Jährigen. Eine Geschichte haben wir noch. Auch in Oravita steht eine Denkmallok, diesmal aus der K&K-Zeit. Sie war einst unterwegs auf einer ganz besonderen Strecke, dem sogenannten Banata-Semmering. Die Gebirgsbahn führt nach Anina und man feierte 2013 ihren 150. Geburtstag mit einer Sonderfahrt. Ich kann über diese Strecke sagen, erstens, dass als ein Banater Deutscher und als ein Banater Bergland Deutscher generell ich in dieser Strecke einfach nur verliebt sein kann und dass es mich sehr, sehr freut, dass wir hier heute nun die Gelegenheit haben, gemeinsam das 150-jährige Bestehen, das 150-jährige Fest dieser Strecke in einem so schönen, intensiven Art und Weise zu feiern. Es sind Gäste von nah und fern da, um sich den Banater Semmering von nahe anzuschauen, um zu sehen, was die Geschichte, was die Tradition hier bedeutet hat, aber auch gleichzeitig, um ein Zeichen zu setzen. Die Banater Semmeringbahn darf nicht sterben. Denn in den letzten Jahren war die 33 Kilometer lange Strecke immer mal wieder von der Stilllegung bedroht. Wer erlebt, wie begeistert in Anina die Ankunft des Zuges gefeiert wird, kann erahnen, dass der Banater Semmering als Museumsbahn keine schlechten Karten hätte. Ja.